Flaschen verstärken. Bumm. Plus 6 haben wir sie jetzt, oder? Bruder, krasser Scheiß, Mann. Let's fucking go. Ah, guck, es ist einfach immer wichtig und richtig. So, irgendwo hier oben. Wir laufen da jetzt weiter. Das gefällt mir jetzt hier. Fühle ich mich gerade wohl. Von der Schwierigkeit her ist es auch einfach nur mal ein bisschen easy, ne? Nimm mal ein bisschen was mit. Wie viele Flaschen man maximal haben kann, das weiß ich nicht. Ich nehme an 15 oder 20. Also mit einer kleinen Waffe vom Pferd aus kämpfen funktioniert einfach nicht richtig. Da braucht man, glaube ich, schon eine große Waffe. So, wie geil diese Steine, oder? Dass man von da oben runterkommt. Feier ich richtig, was sie daran gedacht haben. Wie ist dein erster Eindruck vom Spiel? Also, erster Eindruck kann man das nicht mehr nennen, Bruder. Weil... Sag mal, System... Weil... Oh mein Gott, 28 Stunden schon in-game. Heilige Scheiße, Digga. Ja, fast 30 Stunden auf dem Tacho, Bruder. Kann man jetzt nicht mehr erster Eindruck nennen. Absolutes Meisterwerk, das Game. So, hier haben wir wieder eine goldene Saat. So wirklich drüber freuen kann ich mich nicht, weil wir brauchen wahrscheinlich wieder 3 oder mehr für ein Upgrade. Hm. Oh, Schmiedsteinstufe 5. Wie viele brauchte ich davon nochmal fürs nächste Upgrade? Ich glaube 4, ne? Oder 4 oder 6, Chat. So, wir gucken mal kurz. Flaschen. Flaschenaufladung hinzufügen. Mit 3 goldenen Saaten. 4 brauchte ich, oder? Und ich habe 3, richtig? 3 Stufe 5? Ja. Also, wenn wir jetzt hier noch eine looten, wäre big. Manaro, danke für deine Donation. Und ja, zum selber zocken, da braucht man eine gewisse Frustresistenz, ne? Das ist wohl so. Aber ich bin der Meinung, wenn man das Game nicht selber zockt, verpasst man was. Ich glaube, dass das Game dieses Jahrzehnt, Bruder. Jetzt kann ich die Map nicht öffnen. Wir als im Kampf zählen. Geh einfach ans Bonfire. Und dann resettet sich die Akku und dann kann ich die Map aufmachen. Euch 6 Stück? Och, Bruder. Die sind so rar. Aha, okay. Wir sind schon hier. Ich schaue jetzt trotzdem noch in die Richtung. Diese Schlucht sieht eigentlich schon für mich aus, als ob es hier irgendwo reingehen könnte. Aber ist anscheinend nicht so. Hier auf der anderen Seite ist einfach ein Wasserfall. Na, fuck. Sieht aber irgendwie auch gar nicht.
So. Oder? Soll das ein Wasserfall sein? Da unten war ein Eingang. Wirklich? Doch nicht. Welches Schwert macht magischen Schaden? Es gibt ganz viele Schwerter, die magischen Schaden machen. Und du findest irgendwann Items, dass du fast jede Waffe magisch durchwirken kannst. Es geht auch mit Blutungsschaden, mit scharfem Schaden, mit stumpfem Schaden. Mega geil. Wie sieht es mit den Hauptbossen aus? Ja, ich bin auf der Suche. Bin auf der Suche. Es ist schon wieder 23:30? Ja, wie die Zeit verfliegt. 23:30 schon wieder. Wie lange bin ich denn schon wieder live? Bro, was? 7,5 Stunden? Ich habe vor 7 Stunden angefangen mit dem Game. Bro, so verrückt, wie schnell die Zeit vergeht. Und das hier sieht aus wie eine Loothöhle. Oh mein Gott, ich bin hyped. Geh ganz kurz Fenster zumachen. 7,5. Ja, ich habe halt nach einer halben Stunde Stream habe ich angefangen mit Elden Ring. Also 7 Stunden. 7 Stunden reines Elden Ring, meine ich halt. Moin. Na, die sind sehr tanky. Die sind sehr tanky gegen normalen physischen Schaden. Aber man knallt den richtig geilen magischen Schaden rein. Und Chat, deshalb, guck mal. Darauf habe ich gehofft, dass ich irgendwo jetzt eine Loothöhle finde, damit ich mir nochmal ein Upgrade holen kann, bevor wir zum nächsten Mainboss gehen. Deshalb habe ich jetzt hier die ganze Zeit den Rand der Map abgesucht, weil ich ein Five-Hat-Trix bin. Wir werden dann beim Boss trotzdem totgefickt, aber ja, was soll der Geiz. Sag Bescheid, wenn ich irgendwo einen Stein an der Wand übersehe. Manaro, ob das Game auf meinen neuen Kanal kommt? Bro, schau halt drauf. Es ist schon, der erste Part ist schon online. Und ich glaube, der zweite auch. Mein Cutter wird den kompletten Stream nach und nach hochladen, wenn ihr irgendwelche Parts verpasst habt. Na, nicht jeder kann ja immer alles euch anschauen, logisch. Deshalb. Holt das gerne nach. Oh. Bruder, längster Aufzug der Welt wieder. Wo fahren wir denn hin? Wir sind doch schon die Leiter da hochgekraxelt. Ah, okay, Blueberry, alles klar. Oh, let's go. Let's fucking go. Nice. War jetzt zwar nur ein Fünferstein, aber nehme ich mit den Lachs. Jetzt haben wir 4 Stück. Ich weiß nicht, ob wir 4 oder 6 abbrauchten fürs nächste Upgrade.
Ah, wir können noch einen Spell weiterhin jetzt ausrüsten, ne? Aber ist jetzt schon manchmal zu krass mit dem Durchgeschalte. Oh, wer kennt sie nicht, Chat? Die Flammenwerferlampe. Da hat er sich wohl einen Flammenwerfer auf Wish rausgelassen. Ich liebe diese Loothöhlen. Das ist, fühlt sich immer so belohnt an, wenn man hier reinläuft. Wenn man weiß. Au! Ah, chillig. Oh mein Gott. Was ist da denn für eine Party, Digga? Klein Hornde. Nee. Ich muss alles wieder hochkraxeln. Auf ehrenlos. Alles wieder hochkraxeln. Okay, wir dürfen da nicht sterben. Ist das Game wirklich gut, auch für Unerfahrene? Meiner Meinung nach, ja. Aber du musst halt... Du musst dir halt im Klaren sein, dass das Game sehr schwer ist. Ja, die Kleinen sind OP. Aber ich habe einen guten Spell gegen die. Ich habe deinen perfekten Spell gegen die kleinen Scheißer. Ja, Lord Ryos, absolut deiner Meinung. From Software ist einfach noch ein Publisher, die sich so lange Zeit lassen, bis sie ein Spiel releasen, bis es fertig ist. Und jedes Spiel von denen ist immer ein Meisterwerk. Und immer ihr Geld wert. Aha, guck mal. Lohnt sich noch manchmal gründlicher zu schauen. Komisch, der macht jetzt keinen Blutungsschaden. Ja, ist leider heutzutage absolut selten geworden, obwohl es eigentlich immer so sein sollte. Dass ein Spiel mal einen Schluck auf hat, ist absolut kein Problem, aber was die uns in den letzten 5 Jahren um die Ohren gehauen haben für irgendwelche Spiele. Ja, wir haben es auch einfach zu lange mitgemacht, Chat. Wir selber sind schuld, jeder einzelne Käufer und Gamer von uns. Und nach wachen die auf, Digga. Die haben halt immer ihre Kohle bekommen. Obwohl die Games verglitscht waren, dann haben die immer weiter Kosten optimiert. Immer weniger Arbeit oder beziehungsweise Zeit in die Optimierung des Games gesteckt. Schnell raus, raus. Und schon mal das Geld vom Käufer einkassieren und dann erst im Nachhinein das Game gefixt. So, ihr kleinen Scheißer. So nicht, ihr kleinen Lümmel. Sind die scary? Oh, what the fuck, Mann. Die sind einfach komplett irre, Mann. Junge, die sind so... So gruselig, die kleinen Scheißer.
Lol. Oh. Einfach noch hier oben. Bonfire, Mann. Let's go. Auf Ehre. Weiche Baumwolle. Ah ja. Guck mal, und hier ist da ist eine Figur. 16k auf Tasche. Da würde ich sagen, gehen wir nochmal sicher. Und leveln erst ab. Weiter Mana. Damit wir die eine Beschwörung für 100c auch mal ausprobieren. Komm, ja, oder? Komm, noch zwei, noch ein Punkt, dann in Mana. Und danach wieder auf Intellekt. Weil Leben haben wir eigentlich genug. Bin tanky genug, hab genug Leben. Genug Ausdauer. Das heißt, wir können schön magischen Schaden skillen. Dadurch wird unsere Waffe stärker. Einen Gang vergessen. Echt jetzt? Ja, stimmt. Ihr habt recht. Wichtig und richtig. Moment, das holen wir doch gleich mal nach. Hier meint ihr, oder? Ah ja, stimmt. Oh Gott! Warum hat das Gebiet so Frame-Probleme? So viel passiert hier doch nicht, oder? Hat sich gelohnt, ja. So, einer von euch hat geschrieben, wartet mal. Ganz oben links, bei der Burg war auch ein Boss. Ganz oben links. Schon wieder aufs Klo, Mann. Ganz oben links. Hier, oder? Ja, können wir immer noch, ja, gleich gucken. Ich schicke Aufzug wieder runter, falls wir sterben. Kann ja immer mal passieren, habe ich gehört. Digga, wo laufen wir hier eigentlich gerade hin? Danke an den Zuschauer, der Bescheid gesagt hat wegen den Runen. Manchmal achtet man nicht drauf. Wichtig und richtig, jetzt keinen Druck zu haben, wenn wir in den Bossraum reingehen. Wenn wir jetzt hier fertig sind mit dem Gebiet, gehen wir erstmal unsere Ehre wiederherstellen gegen dieses komische Echsenmonster in dem einen Dungeon. Den will ich auch noch legen unbedingt. Gönnen Fünfer. Mann! Also wenn man Rüstungen upgraden kann, Manuel, dann habe ich noch nicht den Schmied gefunden, der das kann. Gönn Fünfer. Ah, scheiße. Wieder ein Vierer. Der Spell ist es einfach. Können die kleinen Ratten nichts machen. Oh, ich liebe diesen Spell. Woo! Goldene Rune Stufe 6. First time Stufe 6 einfach eine Rune bekommen. Michael! Oh Mann, du. Oh Mann, du.
Wow, wow, wow. Bro, wo sind wir, Mann? Wir sind einfach am Arsch der Welt, oben an so einer fucking... an einem Bergding. Oh, gucke mal. Ah, wieder Stufe 4. Ehrenlos. Ja, guck, wenn die aufhört zu singen, dann wachen die ganzen auf. Beziehungsweise werden aggressiv. Oh mein Gott! Ja, moin, die schießen Giftmagie. Ehrenlose Scheiße. Mhm. Ich wollte gerade sagen, ich will gar nicht rausfinden, wie viel der Match das macht. Na, großartig. Bruder, wo bin ich hier wieder gelandet, Alter? War aber auch viel zu gierig, Mann. Und wieder alles hoch. Yibi! Oh, schaut mal. Oha, oha, guck mal. Guck, deshalb ist es manchmal gar nicht so schlimm, wenn man stirbt. Aha, guck. Brauchen wir zwar nicht, aber haben ist besser als brauchen. Warum ich den Aufzug wieder nach unten geschickt habe? Wenn ich jetzt sterbe, ist der Aufzug schon unten. Das ist absolutes Souls 1x1. Weil sonst muss ich unten den Hebel betätigen und wieder warten, bis er runterfährt. Einfach so eine random Lampe steht. Schon irgendwie gruselig, oder? Och Mann, ich wollte doch einfach nur vorbeilatschen, ihr Arschnasen. Muss ich halt wieder alle töten. Scheiße, bitte nicht. Oh! Der Spell einfach so ein Game Changer. Wie AIDS der Kampf jetzt gewesen wäre, ohne den Spell. Ich sag's euch.
Jo, was geht mit den Leichen? Und mein Lieblingsrotlux hier 4 Euro, denn 4 steht für Likes. Dankeschön, Mann. So. Da sind wir wieder nach einer kleinen Extra-Runde. Sind wir wieder back im Business. Ich hoffe, wenn jetzt hier gleich ein Dungeon-Boss kommt, dass wir eine Statue davor haben. Fünfer, Fünfer, Fünfer. Ha! Schweine. Sollen das eigentlich für Viecher sein, Mann? Was die alles benutzen, ne? Für Spells, Mann. Komm, auf Nummer sicher gehen. Oh, oh, oh mein Gott, Digga! Junge, Junge, Junge! Du kannst mit den Pfeiftasten dein Pferd rufen. Du legst es dir bei dem Menü hier an der Seite. Kannst du auch noch 6 Sachen hinmachen. Ich habe es jetzt auf die rechte Seite gemacht, mein Pferd. Unten die Lampe, links die Beschwörung. Und dann kannst du dir, huch! Die Magic wäre jetzt deshalb runtergefallen. Dann kannst du halt so dein Pferd rufen. Mega nützlich. Habe ich tatsächlich auch bei einem Streamer gesehen. Kannst einen Kiefer losen? Warum bin ich doch gerade gar nicht gestorben? Oh nee, du, oder? Eben. Davon weiß ich aber nichts. Okay, Chat, hilf mir jetzt. Wie kämpft man gegen diese Tentakelmonster? Einer von euch meinte, schwerer Angriff auf dem Schnabel.
Aha, ihr habt recht gehabt. Und dann gehen auch die Tentakeln ab. Aber nur mit schweren Angriffen. Verrückter Gegner trotzdem. Verrückt. Itemkind, ich würde das Game auch empfehlen, wenn du noch nie davor ein Souls-Game gespielt hast. Das ist das perfekte Souls-like, um einzusteigen, oder? Ja, perfektes Souls-Game. Guck mal, Schwert. Ich habe schon wieder vergessen, wie die Waffe hieß. Ich hoffe, da oben ist jetzt nochmal ein Bonfire. Na, Chat, ich habe euch im Auge. Oh, Boss-Time. Geil, habe ich jetzt auch richtig Bock drauf. Oh, wieder irgend so ein Echsenvieh. Ey, diese Gegner hätten sie sich halt auch einfach sparen können, Digga. Aber ja, der wird easy. Wir kennen sein Angriffsmuster schon. Außer es ist ein anderer. Ja, dann? Schade, Digga. Mit was hatten wir unser Schwert nochmal durchwirkt, Chat? Denkt nach. War es mit Eis? Dass wir mehr Damage gemacht haben, weil der war ein bisschen magieresistent. War es eisig? Okay, dann mach ich es nochmal. Ach komm, Mr. Freedom, ich freue mich einfach auf deinen Kollegen. Nur Scheiße schreibst du in den Chat. Ein Tag, yalla. Ich freue mich auf deinen Kollegen. Der ist mir einfach sympathischer. Der ist mir einfach sympathischer, Digga. So. Flaschen verteilen. Bam, bam, bam. Eigentlich nicht schwierig. Genau, von dem darf ich mich nicht treffen lassen. Das ist nämlich ein saftiger One-Hit. Wieder viel zu gierig. Man kennt ihn, den gierigen Boss. Alter, Eis ist es einfach. Oh. Er hat mich wieder geschoben mit seinem riesigen Bein. Mitte vom Aufzug war auch wieder was. Stimmt, haben auch ein paar von euch gerade geschrieben, ne? Qualle? Ach, die macht da nichts, Bruder. Gegen so große Bosse bringen Beschwörungen gar nichts. War doch nichts, oder Chat? Oh mein Gott. Psst. Ach so, das Schlangenschwert habe ich doch schon geholt. Ja, Qual ist Ehrenbruder. Warum kann ich den Hebel nicht zielen? Was ist jetzt hier los gerade? Weil wir im Kampf sind. Einfach wegporten. Einfach wegporten, Digga. Ich finde den Gesang schön. Vielleicht weil Crouch? Ja, kann sein. Kann sein.
So. Komm schon. Geil, dass die Waffe mit Eis durchwirkt, schön viel Damage macht. Könnt ihr euch auch merken, Chat. Gegen diese Echsenviecher. Da lasst ihn einfach durchdrehen. Ich würde das da gar nicht riskieren, immer gegen den Anzugfalten zu versuchen. Ja, das haben sie einfach so schön gemacht, From Software. Ihr seid einfach die Profis. Die Profis seid ihr einfach. Das scheiß Autistenfeuer am Boden hat auch einfach Tracking, Digga. Er tut irgendwo hinspucken, die Scheißsuppe tut in meine Richtung, kriechen auf den Boden, dann kriege ich Hits rein, werde aus der Balance geworfen und dann kommt sein vercracktes Steinschwert und haut mir auf den Dötz. Wo sind meine Seelen jetzt wieder, Mann? Jetzt muss ich hier noch wieder rumsuchen wie so ein Hurensohn. Da bin ich ja schon wieder echt ein bisschen angesalzen. Wunderbar. Mit Seelen in Bossraum reinlaufen immer richtig gut. Haben wir den das letzte Mal nicht mit Magie gemacht eigentlich? Ich glaube, ganz viel Magie habe ich auf ihn gespammt, ne? Bro! Boah, das hat ganz schön Damage gemacht. Sein Kopf macht richtig Aua. Das hat ihm gar nicht geschmeckt in den Kopf gerade. Okay, das ist eine neue Mechanik, was er jetzt macht, oder? Können wir das schon? Er steht auf einmal. Da ist neu. New. He's new. Huh. Yo. Geil, dass sie uns nicht hier den 1:1 gleichen Boss vorsetzen. Geiler Scheiß. Fall ich gerade mies ab. Huh. Alter, wie der übertreibt, Mann. Er, auf einmal steht der einfach auf und rastet aus, Mann. Aber irgendwie ist er jetzt noch weniger gefährlich. Haha! Hut! Bumm! Her mit der Kohle! 24k auf Tasche! Einkassiert die Steuern, Mäuern! Und eine Trophy auf Ehre. Wahrscheinlich, weil der Boss am Arsch der Welt versteckt ist, ne? Ah, guck mal. Ah, je mehr man in Mana skillt, desto mehr kriegt man pro Level. Am Anfang sind es 4, dann ab und zu 5 und jetzt kriege ich sogar schon 12er. 12er Upgrades. Bam. Wie weit zur Hölle geht es hier eigentlich noch nach oben? Mr. Freedoms Geist auf sympathisch angelehnt. Ich habe noch 16k. Oh, hast recht. Jetzt hau ich erstmal hier einen Key wieder an euch raus. So, Keyword Stein mit großem S. Stein in den Chat für 50 Euro Level-Up-Guthaben gewinnen. Jeder kann teilnehmen. Rein in die Olga. Viel Glück an alle. Spaß beim Mitmachen.
sind wir, Chat? Ich glaube, wir sind auf dem Gipfel der Welt oder so. Muss so sein. Wir sind so weit oben bei der Map. Geil. Oh, Bonfire. Juhu. Das Gebiet habe ich auch noch bei keinem Streamer gesehen. Mega geil. Guck mal, ob ich noch ein paar Seelen zum Ploppen habe. 1600. Das schmeckt doch. Stufenaufstieg. Dann nehme ich doch noch ein bisschen Magieschaden mit, oder? So. Jetzt gucke ich ganz kurz, nur um sicher zu gehen, zu unserem Schmied. Ach, die Lavezeit nimmer. Vielleicht gönnt er uns ja doch noch ein Level-Up. Kein Level-Up-Gutschein, so wie ich euch gönne, sondern vielleicht haben wir uns doch verguckt. Und ich kann die Waffe schon verstärken mit 4. Nein, der Twitch-Chat hat leider wieder recht. 6 Stück brauchen wir, Stufe 5. Also brauchen wir noch 2 Stück. Die sind nur leider sehr rar. So. Schaut euch das an, Chat. Hier echt viel erkundet und hier auch hier oben. Kann man da überhaupt durchlaufen? Hier oben. Ja, oder? Da war ich noch gar nicht hier oben. Oh mein Gott. Und hier oben. Und hier ist, glaube ich, ein Boss. Ich guck mal, ob man hier reinlaufen kann. Alle Wege mal abklappern, Chat. Freue mich übrigens, dass wir ja, so viele Zuschauer sind. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend, Chat. Freut mich, dass ihr alle beim Gewinnspiel mitmacht. Wo du Zauber wechseln kannst, ganz leicht. Hier, Bruder. Wir können ja auch noch einen Zauber ausrüsten. Mittlerweile. Welchen nehmen wir denn da noch mit? Warum das mit dem Explodieren? Klingt doch gut. Ich würde mir übrigens auch wünschen, wenn die neuen Zuschauer hier die Show genießen, dass sie ein kostenloses Follow da lassen. Und die Leute, die öfters da sind, vielleicht, ja, habt ihr Bock, euren Prime-Sub rauszuhauen, den Stream zu supporten. Oh, das macht so Bock, man ist. Wir werden einfach nicht fertig mit dem Erkunden. Hier können wir auch mal abchecken, was es da gibt. Komm, das kostet, das schauen wir gleich. Follow lohnt, Electric Streams sind beste. Gruß, Digga. Okay, wir losen aus, Chat. Fast 1000 Leute im Pool. Und It's Nono hat gewonnen. Dein Name sagt mir was. Ich glaube, du schaust öfters rein. Schönen Abend dir, mein Bester. Und viel Spaß mit dem 50 € Level-Up-Gutschein. Alle 5 Tode hauen wir hier einen Key raus an die Community. Mega geile Aktion von Level Up. Gerne supporten, indem ihr euch bei Level Up was gönnt mit Gutschein. Kein Code Elotrix. 30% auf alles. Sogar auf... Ach, Digga, scheiße. Das, keine gute Laune-Tricks, kein Front-Tricks mal am Start hier. Dann gucken wir mal, was wir hier oben noch haben. Wir haben doch eine Saat gefunden, ne? Eine. Eine von 3. Guck mal, da geht's weiter. Wunderschön die Gegend hier. Wunderschön. Oh. Der Bray macht ein bisschen Damage mal wieder. Autsch. Oh, hoppala.
Entschuldigung, Chat. Ich denke gerade so, warum schreiben alle so schön? Oh, wir haben ja noch Eis drauf. Habt ihr gerade gesehen, wie dieser Eiseffekt getriggert hat? Und dieser Eiseffekt hat auch bei der Echse getriggert, ne? Sorry, Chat. Huch. Hoppala, Digga. Das war's komplett, Mann. Das war's komplett. Ich lass das Eis jetzt mal drauf, Digga. Finde ich geil, dass wir sich viele neue Waffeneffekte haben einfallen lassen. Ich hoffe, es gibt auch noch sowas wie dunkle Magie. Oder dunkles Pyrofeuer. Das habe ich immer so gefeiert, ne? Oh, was geht, Bruder? Wieder hier ordentlich am Cruisen, der Bre. Wo ist er denn hin? Spielst du God of War nochmal durch? Jawohl. Und zwar, wenn das neue God of War feststeht, wann das kommt, dann zocken wir ein, zwei Wochen davor nochmal das komplette Game durch. Au! Asche des Skelettbanditen und Todeswurzel. Schlüsselitem, Todeswurzel. Wir brauchen einen studierenden Kleriker. Da können wir uns dann ein paar Wunder kaufen. Wir haben zwei Dinger schon. Östlich. Mirax, wo ist die Kirche der Gelübde? Können wir doch auch noch was machen, oder? Da. Das ist so krass, wie groß die Map ist. Aber wie kommt man in diesen Turm rein? Ich habe da jetzt keinen Eingang gesehen. Wo ich nach der Hexe hingegangen bin, Bruder. Überall hin. Ah, hier unten. Hier unten. Das sieht nach dem Eingang aus. Gott. Ah, neues Bonfire, immer gut. Ich ändere wieder meine Durchwirkung der Waffe. Ich glaube, auf Magie macht sie dann doch mehr Schaden. Kriegsasche, zack. Die ist dann zwar trotzdem magisch, aber... So ist sie trotzdem magisch, aber hat nicht so ein gutes Scaling auf Magie. Das mit diesen Bildern, Chat, ist so, wenn man das Bild findet, also die Perspektive, dann kriegt man ein Item. Wenn man die Perspektive findet, die auf dem Bild zu sehen ist. Bro, wo sind wir? Oh mein Gott, Digga, wo geht's hier denn hin? Alter, ist das krank. Dieser riesige Baum in der Mitte der Map und überall diese kleinen Bäume. So sick einfach nur. So sick, Bro, wie riesig das Spiel ist. Komplett irre. Ich will jetzt eigentlich da rein, in diese riesige Burg. Da gibt es bestimmt auch irgendwas Geiles. Muss es eigentlich was geben. Und eigentlich will ich zu dem Baum, weil bei dem Baum
gibt es in der Nähe immer Upgrades. Also Samen-Upgrades. Kommen wir schon mal hier weit vorne. Und eigentlich will ich auch hier oben weitergehen. Hier oben, wo wir ganz oben waren, da zum Boss. Ah, Bruder, zu wild das Spiel. Hier zum Baum müssen wir auch noch. Ey, gerade wollte ich da weitergehen. Wir gucken jetzt erstmal hier oben kurz. Was heißt kurz? Gründlich looten. Schnecken. Echt? Sind wir so viele Viewer gerade? Holy shit, Mann. Schönen Abend an alle. Ich habe ja meine Viewer immer aus. Oder 10k. Katsching. Oh nein. Nein, Bruder, verdrückt. Das will doch gar keiner. Ne. Den kennen wir doch. Wie viel Ausdauer ich einfach habe. Ich kann so viel angreifen. Bro, wo geht's denn da hin? Heilige Scheiße. Ich habe leider keine Mana-Flaschen dabei, ne? Ist nicht so gut. Chat, was für eine Waffe meint ihr denn? Großschwert der Verpflanzung war es nicht. Schlangengott-Krummschwert. Stärke und Geschicklichkeit. I. Nee, es war nochmal was anderes, oder? Neue Spells. Ja, das war Pyromantie. Kann ich eh nicht benutzen, Bro. What the fuck ist das? Eine Maschine quasi. Weil der Typ drinne sitzt. Holy shit. Ein AP-Boss. Schaut euch das an, wie krass viel meine Flasche hält. Heilt, weil ich plus 6 hab. Mega geil. Ja, die Dinger sind echt nervig. Aber eigentlich muss man nur aufpassen, dass sie einen halt nicht überfahren, so, ne? Habe ich euch schon mal gesagt, dass ich die Waffe liebe? Bin big in love mit der Waffe. Bei der waren wir schon. Wo haben wir hier einen Bonfire? Ah, hier ist die Schildkröte, Chat. Hier ist die Schildkröte, oder?
Glaubt ihr, die Schildkröte kann auf Ehre uns... Der können wir das Ding geben? Ja, ein Gebetsbuch übergeben. Assassine. Zack. Drachenkult. Jetzt bin ich gespannt. Zauberei studieren, hat da leider nichts Neues, aber Anrufungen. Oha, oha, oha. Erzeugt einen dunklen Bereich, der euch verbirgt. Lässt Fußschritte verstummen und verringert Sturzschaden und Sturzgeräusche. Können wir sogar benutzen. Gewährt euch und euren Verbündeten in der Nähe einen Segen. Schleudert einen Blitzspeer vor euch. Trifft den Gegner mit einem Blitz von oben. Verzaubert die Waffe in der rechten Hand mit Blitzschaden. Geiler Scheiß. Alles Wunder. Wir gehen ja nicht auf Glaube, wir sind ja Magier. Ich glaube, den Lachs nehme ich mal mit. Geil. Deshalb hatten wir hier schon das Leuchtfeuer, weil hier wurden wir rein teleportiert nach dem Ritter ich stehe auf dem Schlauch. Nach der Kathedrale, ne? Oder wie heißt das Ding hier nochmal? Ja, ist schon. Akademie. So, das Wort habe ich gesucht. So, dann gucken wir mal, dass wir uns Richtung Baum durchschlängeln. Ah ja, ich will mehr Magie mitnehmen. Danke dir, Schmutz. Gerade auch dran gedacht. Ah, den anderen Zauber will ich auch mal. Chat, das ist so krank, das Spiel. Bro, wie viel ich einfach immer noch zu entdecken habe. Ey, ist schon wieder Mitternacht, Digga. Oh mein Gott, ey. Bro, das Game ist einfach zu krank und zu riesig, Alter. Holy shit, Alter. Zwölf Stunden Stream, Fragezeichen. Es hängt davon ab, wie viel Zap-Bombs heute noch reinkommen. Aber wäre schon geil. So eine Dreier-12-Stunden-Streak. Wäre schon geil. Ich verspreche mal noch nichts, aber ich sag's mal so. Ich halte es nicht für unrealistisch. Fühle ich, Raphael. Wichtig und richtig. Welches Andenken? Meinst du Startergeschenk? Grabgeschenk? Oh, da unten ist auch. Wie kommt man hier runter? Hey! Also ich habe einfach den Talisman genommen, der mir ein bisschen mehr Leben gibt. Du kannst aber auch so eine goldene Saat nehmen. Dann kannst du recht, also dann kannst du richtig früh deine Flasche verstärken, beziehungsweise erhöhen. Ja. Bro, wie soll man... Hä, hier sind zwei so riesige Glockentürme. Das verstehe ich nicht, wie man da hinkommen soll. Irgendwie runter. Was hat es mit diesen verdammten Glockentürmen eigentlich auf sich? Muss man dann von weiter auf die drauf springen und da irgendwas einsammeln oder so? Oder gibt es da einfach... Kanada ist ja auch so ein Baum. Gibt es da einfach Heal-Stuff? Oder irgendeinen anderen guten Stuff. Und man muss halt von da drüben, also über meinem Kopf jetzt, hier, muss ich dann da rüber springen, um raufzukommen. Krass, guck mal, wie viel da einfach noch zu erkunden ist. Hier diese ganze Fläche. Komplett irre. Komplett irre, Digga. Da oben gibt es auch noch was über meinem Kopf. Seht ihr das in der Ferne? Also hier, wartet mal. Zip. Das ist das Ding da. Das ist safe nochmal eine Kirche. Da gibt es doch safe nochmal eine Träne. Und hier geht's auch noch weiter, by the way. Ach, Digga, das Spiel ist zu krank. Zu krank. Oh
Man muss sich echt Marker setzen, damit man überhaupt peilt, wohin man muss, ey. Okay, jetzt versuchen wir mal hier nach oben zu kommen irgendwie. Schießt schon wieder irgendjemand auf uns. Wow. Schlummerndes Ei. Hier nach oben. Und ich will auch den Weg mal hier weitergehen. Der Doppelsprung einfach so wichtig und richtig. Okay, jetzt können wir mal unsere neuere Beschwörung ausprobieren. Halt ganz schön aus, der Bre. Weil das ist tanky wie die Sau, Mann. Wahnsinniger Kürbiskopf. Wenn man es halt wirklich mit den Beschwörungen auf die Spitze treiben will, dann kann man sich sogar noch das Wunder einpacken, wo man sich und den Verbündeten heilt, dann stellt man sich einfach neben die Beschwörung und heilt den. Das hat dann Endstufe. Endstufe vergiegt. Oder ich stehe so auf dem Schlauch. Kam das jetzt? Ja, der Wagen hat uns überrollt und der macht so gottlos viel Damage.
Was wollte ich sagen? Ja, ich würde dir das Lebensamulett, diesen Talisman empfehlen. Den benutze ich auch immer noch. Nur dem am Katapult töten, dass er hier nicht mehr reinböllert. Bro, was geht hier eigentlich wieder ab, Mann? Leck mir am Arsch, Alter. Ja, genau, was Lebenspunkte ergibt. Ich benutze es auch immer noch. Guck. Es erhöht halt deinen Lebenspool um, weiß nicht, ich glaube 20, 30 HP. Kann den Unterschied machen. Ah, wo sind wir denn hier? Ui. Also je weiter wir bei dem Game laufen, desto mehr entdecken wir, wo wir erkunden wollen. Also den ganzen Spot können wir erkunden noch. Das hier. Da unten rein. Alter Bruder. Also da oben will ich eigentlich später weitergehen. Das Gebiet gefällt mir. Wir gucken jetzt mal, dass wir hier das Ding erkunden. Meinst du genug Runen für ein Level-Up oder was? Das Amulett kann man doch beim Händler kaufen. Naja, es ist trotzdem ein gutes Startgeschenk. Was geht, weißt du, wo ich Dunkelschmiedesteine Stufe 1 herbekomme? Kuss geht raus. Einfach in Dungeons, Serifan, mein Bester. Danke für die 5er. Einfach in Dungeons. Oh, es fehlt noch ein bisschen was. Einfach weg mit den Boss-Seelen? Ah, ich weiß nicht, Max. Die kann man schon zu geilen Items machen. Jeder normale Mensch würde durch diesen fetten Tempel durchgehen. Ja, aber ich glaube, da kommt jetzt irgendwann bestimmt der nächste Hauptboss. Und ich will nicht so mega kreuz und quer jetzt durch alles. Also habe ich ja eh schon gemacht. Ja, eigentlich will ich auch da oben weitermachen. Wir machen aber jetzt hier. Wir haben ja noch Zeit. Hier oben weitergehen können wir, da oben können wir weitergehen. Aber ich will jetzt eben hier oben schauen. Wir haben halt echt noch viele, viele Spots, die wir, wo wir weiterlaufen können. Das ist so ein riesiges Spiel. Es ist unglaublich, Digga. Wie lange die Codes gültig sind? Ich glaube ein Jahr. Oder länger sogar. Ah ja, moin, umsonst da langgelaufen, ich Idiot. Wir sind da gespawnt. Held. Hä? Nee, jetzt laufe ich wieder nach unten. Ach so, wartet mal. 26 quasi drin im Game und immer noch so viel zu sehen. Wahnsinn. Ja, und wir sind eigentlich recht gut durchgekommen durch das Spiel. Also das Game ist wirklich riesig. Riesig, riesig, riesig. Barbossa aktuell gibt es keinen Code bei Kaspersky. Aber vielleicht mache ich mit denen mal wieder eine Partnerschaft. Dann wird es wieder einen geben. Also meinst du Rabattcode, ne?
Oh, Longdong. Schmeckt. Mit Corona Moroner in Quarantäne und habe heute alle Demon Souls Teile und dann die zwei Elfenring Teile ein Stück gesuchtet. Kuss für den Zeitvertreib. Digi, vielen Dank für die 30 Euro Chat. Lass mal eine Rolli regnen für den Bre. Und genau dafür sind ja solche Videos auch da. Freut mich, dass du unterhalten wurdest. Bin noch nicht durch mit meinen Quests, nein. Nicht mal annähernd. Okay, warum ist hier nirgendwo ein Bonfire? So. Hier oben müssen wir irgendwie raufkommen, Chat. Hier waren wir schon, war. Hier sind wir schon ein paar Mal durchgelaufen. Aber wie kommt man hier nach oben? Hier ist, guck mal, hier ist riesiges Gebiet und wir waren einfach, also nicht ein Bonfire. Wir waren da einfach noch nicht oben. Das ist auch nicht richtig. Das geht nicht. Die baiten einen immer mit diesen Steinen, die Schweine. Ja, ich denke auch von der anderen Seite. Aber das sagt sich immer so leicht. So stark die Waffe, so fucking nice. Hey. Aber jetzt wird langsam Zeit, dass ich mal so richtig starke Magie finde. Und nicht hier irgendeinen Meteor-Spell auf Stufe 70, Digga. Das muss nicht sein. Das ist wieder zu hoch. Aber so ein 30er? So ein 30er-Spell? 35er-Spell? Da würde ich mich sehen. Oh, hier sind wir jetzt. Okay, wie kommt man da hoch? Das muss irgendwo hier vorne sein. So ein Hammergebiet, ne, wie das ausschaut. Wow, wow, wow. Oh Gott. Die kennen wir doch. Da muss ich aber los. Ah, hier sind wir doch mal gewesen. Und haben uns dann rar gemacht. Schreit, wenn ihr ein Bonfire seht, Chat. Wir müssen irgendwie nach oben. Hey, Longdong! Haut ja auch noch eine 10er Sub-Rum nach seiner Donation hinterher. Danke dir, mein lieber Chat. Lass mal ein paar Bomber steigen und ein paar Bomben regnen. Was ist das dann? Da ist so Licht dann außenrum. Wir brauchen hier mal ein Bonfire. Oh, hier vorne. Was haben wir denn da? Da ist doch eins. Schau mal. Schnapp! Nice, nice, nice. So. Eins haben wir jetzt hier. Am Arsch der Welt. Also wirklich keine Ahnung, wie man hier hochkommen soll. Vielleicht irgendwo von innen mit dem Fahrstuhl? Wir sind jetzt einmal um das ganze Ding rumgeritten. Das Wissen sei mit euch. Ah, danke dir, Bruder. Erstmal randalieren. So, auf zum Baum. Meine Waffe ist so stark.
Es kann halt auch einfach hier im Dunkeln, kann auch einfach ein Dungeon-Eingang sein. Und auf der anderen Seite des Dungeons geht es dann nach oben. Man weiß es halt immer nicht, ne? Ja, leider nur nackte Felswand. Schade, Digga. Kann aber sein. Nach oben klettern. Ich glaube, das geht nicht. Wie soll ich hier klettern? Ich bin keine Berggazelle. Das sind nicht diese Zapfen. Na, hier haben wir wieder so Riesenkrüge. Den kennen wir doch, oder? Aua. Ach, du Arschloch. Bin wieder früh, komm her. Ups. Zu gierig. Key, bing, bing, bing. Mal schauen, ob Magie gegen den mehr taugt. Einfach mal ausprobieren, den Lachs. Ey, es macht so Spaß, mit der Magie die Bosse wegzuschallern. Geil. Himmelblaue Kristallträne. Gesprungene Kristallträne. Geil. Wieder einen Boss vernascht. Mini-Boss. Wirklich, diese Magieklinge. Einfach Key gegen Bosse, Digga. Einfach Key.